Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Wir befinden uns in Avestroy und haben hier Salina, die Gauklerin, getroffen, die bestohlen wurde von ihren Geliebten. Oh, eine Miezekatze. Und können hier, wurden in Avestroy aufgehalten. Wir sind eigentlich auf dem Weg nach Ferdok. Aber wir brauchen Fürsprecher, weil die Brücken gesperrt sind und keiner nach Ferdok reingelassen wird. Goldmond-Tee. Dankeschön. Hast du das jetzt mitgenommen oder habe ich das unterbrochen, weil ich gegangen bin? Nee, du hast es mit aufgesetzt. Okay. Das heißt, wir können anklicken und direkt weitergehen. Wir müssen die Animation uns nicht anschauen. Was sind das für grüne Punkte? Oh, das haben sie wahrscheinlich durch unsere Sinnesschärfe und Fähigkeiten. Also, sollten wir das auch alles einsammeln. Yeah. Erfolg. Zwei Fürsprecher, genau. Gewinne sie als Fürsprecher. Dafür müssen wir das Diadem finden. Und Runkel Börsenhauer. Würselkraut. Na, wenn ich die schon alle habe, stibitzen wir uns die natürlich. Ich sehe gar nicht, wo die sind, da. Ja, so nah ran waren wir auch nicht. Vielleicht ein bisschen so die Lage. Ein bisschen schräger, da kann man, glaube ich, besser sehen. So, laut Map ist noch da einer. Schauen wir mal. Ja, da war es da. Das sieht man auch schwer, ne? Vegetation ist so hoch. Mensch, jetzt haben wir aber jede Menge Würselkraut. Hier gibt es auch schon eine Menge einzusammeln. Nehmen wir alles mit. Können wir alles zu Geld machen. Also Mucke ist wieder toll. Also irgendwie bin ich dran vorbei. Ne? Da ist es. Welches Rezept haben wir beim letzten Mal gekauft? War das Einbeersaft? Einbeersaft, genau. Wir brauchen aber erst 10 Dukaten. Weiß ich gar nicht, ob wir 10 Dukaten so schnell kriegen. Das ist schon ganz schön viel. Fehlschlag! Der erste Fehlschlag. Du kannst ja gar nichts. Vielleicht sollten wir dafür Adler aus dem Luchsenohr aktivieren. Oh. Damit unsere Sinnesschärfe erhöht ist und wir besser so Sachen entdecken. Runkel Börsenhauer, wie es steht, da steht schon, wo es ist. Seid gegrüßt. Ihr seht so aus, als hättet ihr eine Frage. Ja. Und ihr seht aus wie ein Söldner. Darf man fragen, wohin ihr unterwegs seid? Dürft ihr. Grundwein und ich haben schon viele Male gemeinsam gekämpft. Grundwein, nicht Grundwein. Nun folgen wir dem Ruf Ritter Traldas von den Silberfällen, den Orks in seinem Land ihrem Übermut auszutreiben. Dann wünsche ich es gut gelingen. Komm mit euch. Einen Moment noch. Habt ihr vielleicht Lust auf ein kleines Kämpfchen gegen mich und Grundwein? Ihr schätzt wohl, wie soll ich alleine gegen euch beide bestehen? Nun, wenn ihr an einen Sieg glaubt, wenn ihr an euren Sieg glaubt, Zweifel jedoch hindern euch, eure vollen Kräfte zu entfalten. Seid ihr Söldner oder Philosoph?
Wenn es euch gelingt, mich und meinen Freund Gundwein zu besiegen, soll mein Schwert euer sein. Nun, was sagt ihr? Ich sag dazu, ich kann mit dem Schwert gar nicht umgehen. ja, vielleicht später, wenn wir mal etwas stärker sind. Ich kämpfe doch nicht gegen zwei Hanswurste, das wäre auf jeden Fall eine üble Niederlage. Halt, ich wollte mich nicht anklicken, ich wollte das da weghauen. Ein einfacher Verband. So, Runkel Börsenhauer, du sollst irgendwo hier sein. Hallihallo. Was? Wer seid ihr in Fexens Namen? Ich bin Fex, wer denn sonst? Mein Name ist Thanes Drachenblut. Ich suche in Salinas Auftrag nach ihrem Geliebten. Seid ihr Onkel Börsenhauer? Sollte ich vielleicht nicht so direkt machen. Ich will weiter nach Pferdeaug und brauche dazu zwei Leumundszeugen. Könnt ihr mir helfen? Würde ich gerne. Aber ich kann euch leider nicht behilflich sein. Fex mit euch. Nun denn, Fex mit euch. Was, wer da? Wer da? Was macht ihr hier? Versteckt ihr euch vor jemandem? Ich? Aber nicht doch. Ich bin Naturkundler und halte nach goldenen Gänsen Ausschau. Ja, ist klar. Glaubt ihr das direkt? Diebeslagununke bist du, sehe ich doch direkt. Aha, dann will ich euch nicht länger bei stören. Auf bald. Oh Gott, wir müssen das so direkt sagen. Was? Wer da? Mein Name ist Thanes Drachenblut. Ich suche in Salinas Auftrag nach ihren Geliebten. Seid ihr Runkel Börsenhauer? Was? Nein, ja, aber mit dem Diebstahl des Diadems habe ich nichts zu tun. Das mag stimmen. Ansonsten hättet ihr euch schon lange aus dem Staub gemacht. Ich dachte nur, dass ihr vielleicht eine Idee habt, wo Drano zu finden sein könnte. Vielleicht. Vorhin war ein merkwürdiger Kerl bei einer Tanzdarbietung Salinas. Er ließ die Frau nicht aus den Augen. Aber als alle ihre Augen auf ihre hübschen Körper hatten, war sein Blick nur auf das Diadem gerichtet. Glaub mir, den Blick kenne ich genau. Das Diadem war selber schön. Na gut. Sicherlich, eine merkwürdige Angelegenheit, aber wie soll uns das bei der Suche nach Drano helfen? Meint ihr, der mysteriöse Fremde steckt hinter dem Diebstahl? Nicht unbedingt. Aber er sprach nach der Vorstellung mit Dranor und es sah für mich danach aus, als ob er ihm gedroht hat. Dranor ist ein ehrbarer Schurke. Er würde seine Geliebte niemals bestehlen. Ich denke, wenn Dranor es war, hat der Fremde gewiss damit zu tun. Was meint ihr? Wo könnte Dranor jetzt sein? Der Fremde steckt mit dieser Mörderbande unter einer Decke. Findet diesen Halunken und ihr findet Dranor. Verlasst euch darauf. Wo aber die Kerle ihr Versteck haben könnten, das solltet ihr den Wirt vom scharfen Schwert fragen. Er kennt sich in dieser Gegend aus wie kein anderer. Vielleicht hat er eine Idee. Okay, mit dem werden wir quatschen. Der Wirt vom scharfen Schwert. Hoffentlich findet ihr den Burschen. Durch die Verdächtigungen Salinas kann ich keinen Schritt tun, ohne dass ich von den Wachen und den Leuten hier argwöhnisch beäugt werde. Ohne jemanden, der sich hier frei bewegen kann, ist unser Auftrag wohl gescheitert. Auftrag, was für ein Auftrag? Das wollen wir schon wissen. Warum verplappere ich mich bloß immer wieder bei solchen Dingen? Ja, weil du ein fixgeweihter Anfänger oder sowas ja wahrscheinlich bist und hier... Naja, egal. Ach, sei es drum. Ich und Dranor wollten der Diebesgelde in Pferdeaug beitreten. Es geht um eine Art Aufnahmeprüfung. Deswegen sind wir eigentlich hier. Ich verstehe. Vielleicht kann ich euch ja helfen. Was genau sind das für Aufgaben? Jo. Das Fuchs und Schulz zu stehen, kann immer gut sein. Das würdet ihr wirklich tun. Also gut, hört zu. Es sind insgesamt drei Aufgaben. Doch ihr müsstet über besondere Fingergeschick verfügen. Das sind wir. Ich glaube, wir haben Fingerfertigkeit 15. Das ich nicht habe. Deshalb bin ich mit Dranor hierher gekommen. Denn er ist der geborene Langfinger. Ach so, Fingergeschick im Sinne vom Langfinger. Ich glaube, Diebstahl und Taschendiebstahl und sowas, das haben wir nicht hoch. Oh ja, das ist kein Problem. Was muss ich denn tun? Wunderbar. Nun zu den Aufgaben. Es sind wie gesagt derer drei, aber kennen tue ich nur die erste. Sie wird uns zu den folgenden beiden führen. Sie lautet, finde die Truhe beim Aves-Schrein und bemächtige dich ihres Inhalts. Okay. Okay. Virtalion. Okay, wir haben es direkt auf der Map drauf. Und die Diebeskiste. Dann ist da der Aves-Schrein.
Steht das da sogar? Ich glaube, da steht sogar Arvis irgendwas. Nun denn. Achso, das sollten wir vielleicht dauerhaft auf uns drauf haben. Okay, hier kann ich nicht hoch. Jede Menge Kisten. Holen uns gleich. Da ist die Kiste. Hallihallo, ein paar Reine geweihter. Ein paar Reine zum Gruße. Was kann ich für euch tun? Moment mal. Na, das mache ich gleich. Ich glaube, ich muss die Sprachausgabe was lauter machen. Fähigkeiten könnt ihr lernen. Seht selbst. Oh, Heilkunde Gift, das wir schon können. Dankeschön. Einer der Lehrmeister. Einstellung. Sound. Sprachausgabe. Was gibt's denn? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Was gibt's denn? Ja, das machen wir ruhig so. Übernehmen. Weiter. Und was hast du zu verkaufen? 100 mal einfacher Verband für 2 Dukaten. Nö. Was macht denn das helle Pferdocker? Mut plus 2, Klugheit minus 2. Nehmen wir sowieso nicht. Können wir verkaufen. Das sind zwar nur 5 Heller. Das behalten wir. Wir haben Gulmon-Tee. Damit können wir unsere Vergiftung heilen. Nein, nicht verkaufen. Ein altes Brötchen, was wir ja wohl nicht brauchen. Verkaufen. Rostige Nägel. Warte mal, altes Brötchen brauchen wir vielleicht für bestimmte Rezepte. Weiß ich nicht. Behalten wir mal. Handel abschließen. Dankeschön. Wie sieht es aus mit Taschendiebstahl? Zauber, Sonderfertigkeiten, Talente. Taschendiebstahl. Schlösser knacken und Taschendiebstahl können wir beides nicht. Ist nicht unser Ding hier als Elf. Okay. Dann merken wir uns mal diese Truhe. Obwohl, wir können mal kurz speichern. Und einfach so machen. Das geht wohl nicht, ne? Verschlossen. Okay. Hey, halt, stehen bleiben. Die haben wir noch nicht gequatscht. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, aber sicher doch. Ich würde gerne etwas kaufen. 100 Pfeile. Ja, die werden wir irgendwo selber machen, hoffe ich. Haarnadeln. Ich glaube, die gehen auch als Dietriche. Ja, genau. Merken wir uns, dass wir die bei dir kriegen. 2 Silbertaler ist auch gar nicht so viel. Aber lass mal noch mal ein bisschen quatschen. Nun, nicht so förmlich. Bin ein einfacher Krambold und das höfliche Geschwätz liegt mir nicht so. Krambold? Der pflegt ja eine seltsame Profession. Kannst ruhig Bredo zu mir sagen. Nun ja, ich bin halt ein Krambold oder Kiepenkerl, ganz so, wie du mich nennen willst. Ich wandere von Ortschaft zu Ortschaft und verkaufe, was ich so hab. Sehr interessant, Bredo. Ich heiße Tannis Drachenblut. Womit handelst du? Och, mit allem, was die Region zu bieten hat. Und auch Kram von anderswo hat sich schon in meiner Kiepe gemogelt. Kiepe? Was bei Hesinde ist denn eine Kiepe? Na, das Holzgestell mit dem Beutel auf meinem Buckel. Das ist eine Kiepe. Da drin ist der Kram, den ich verkaufe. Ich komme so an die Örtchen, die du mit einem Wagen gar nicht aufsuchen kannst. Ja, passt noch nicht viel rein, ne? Und ist anstrengend. Das hört sich spannend an. Erzähl mir doch mehr. Hallo, Bredi, ich würde gerne einen Blick auf deine Kiepe werfen. Nö, erzähl mal mehr. Ich erzähl die Geschichte vom alten Wilbur-Sumpflock. Da weißt du am besten, wie wir Krambolde so sind. Ich bin ganz Ohr. Der alte Sumpflock saß einmal am Wegesrand, den Rücken am Stamm einer alten Rotbuche gelehnt, die schwere Kiepe neben sich, ein Pfeifchen schmauchend und von seiner Wanderschaft ausruhend. Da kam ein Wagen herangerasselt, auf dem saß ein Krämer mit breiten Hute, doch kümmerlichen Barte. Die Sorte hätte kenne ich, aber weiterbringen. Geht's dort entlang, gen Grünhag? Fragte der Krämer. Wilbur maß ihn und sein Gefährt mit einem langen Blick und schüttelte schließlich den Kopf. Der Krämer stutzte, wendete sich dann aber seinen Wagen und fuhr zurück zum letzten Kreuzweg. Doch traf er ein altes Mütterchen. Gute Frau, sprach der Krämer. Welches ist der Weg nach Gräumhag? Das war derselbe Weg, den das Mütterchen ihm nannte. Und war es derselbe Weg, den das Mütterchen ihm nannte?
Nun, da wies ihn die Alte just den Weg, den er soeben gekommen war. Seid ihr euch ganz sicher? Fragte der Krämer. Dort das Mütterchen schaute ihn aus ihrem runzeligen Gesicht an und krächzte mit beinahe zahnlosem Mund. Gewiss doch, 77 Jahre lebe ich hier. Und immer geht's da nach Grönhag, und so wird's in 100 Jahren nun sein. Der alte Sumpflug ist wohl ein tüchtiger Geschäftsmann gewesen, den Händler so in die falsche Richtung zu schicken. Bevor ich auch noch 100 Jahre alt werde, nee. Wacht es ab! Da wendete der Krämer nämlich abermals den Wagen und fuhr den Weg wieder hinauf, voller Stolz, dem kiepen Kerl nicht auf den Leim gegangen zu sein. Als er an Wilbur vorbeifuhr, rief er: Du hast mich vom rechten Weg verwiesen, aber hier geht's doch nach Grönhag! Und er ließ die Peitsche knallen, dass die beiden Zwergenponys strammer anzogen. Der fährt irgendwo rein, der kann da nicht lang mit dem Wagen bestimmt. Erzähl weiter, Bruder. Nach einer Weile gelangte der Krämer an eine Klamm, zu steil und schmal für seinen Wagen. Er stieß vom Bock und fluchte gar, und da kam just Wilbur des Wegs. Und als er zu Fuße den steilen Pfad betrat, da konnte er sich nicht verkneifen. Wenn ich sag, es geht hier nicht nach Grönhag, dann hab ich für euch mitgedacht, sprach er und ging pfeifend seiner Wege. Eine vortreffliche Geschichte, Bredo. Wenn du ein Kerl wie Wilbur bist, dann wird es mir eine Ehre sein, mit dir Geschäfte zu machen. Bei Aves, schön ist es, einen Zuhörer mit Geduld zu finden. So, entschuldige, Bredo, ich muss leider weiter. Ach, wenn du mir noch einen Gefallen tun willst, Tarnes Drachenblut. Hätten wir den auch bekommen, hätten wir nicht zugehört. Eine Quest. Was denn für einen Gefallen, Bredo? Nun ja, ich habe wunde Füße vom vielen Laufen und wollte eigentlich am Bärensee ein paar Einbeeren pflücken. Daraus kann man prima Einbeersaft machen. Einbeeren, sagst du? Ich habe zufällig ein paar Einbeeren bei mir. Sind wir geldgierig? Komm, nee, der ist nett. Das trifft sich ja hervorragend. Ich bräuchte schon einige. Hast du zufällig 10 Einbeeren, die du mir überlassen könntest? Aber gerne doch. Hier, Bredo, nimm. Wunderbar. Nimm zum Dank diese 2 Dukaten. Ja, dann fehlen uns noch 8, dann können wir Alchemie lernen. Vielen Dank, mach's gut. Und wir haben 15 Erfahrungspunkte bekommen. Yeah, es geht los. Und wir brauchen 100, korrekt? 500. Aber sowieso nicht wichtig. Wichtig sind halt die Abenteuerpunkte, Steigerungspunkte. Damit wir die Sachen noch kriegen. Stufen sind ja nur Richtwerte. So, hier haben wir Holz, aber nichts, wofür wir ein handwerken können. Dass wir ein paar Pfeile machen könnten. Ah, da hinten finden wir wieder ein paar grüne Pünktlein. So, hier muss irgendwo was sein. Da, Würselkraut. Mal Würselkraut. Mein Gott, haben wir viel Würselkraut jetzt. Also die Sinnesschärfe ist ganz gut. Thank you. Ach, kann es sein, dass das da drinnen ist? Nee, da ist es. Ein Bärstrauch. Fehlschlag. Fail! So, da haben wir noch die Diebeskiste. Da ist der Wirt. So, gleich rein. Wir haben nämlich das Haus da jetzt ausgelassen. Und dahinter gibt es ja auch nochmal ein paar Sachen. Holzfäller Nibor. Aha. Nun sag schon, wo diese Bärenhöhle zu finden ist. Was? Tut mir leid. Aber eine junge Dame alleine in den Dunkelwald zu schicken, kann ich mir nicht aufs Gewissen laden. Hast du keine Augen in deinem Holzkopf? Ich bin eine Amazonenkriegerin und kein hilfloses Mauerblümchen. Jetzt hat's dir wohl die Sprache verschlagen, wie? Na, was soll's? Bei Rondra. Ich finde den Bären auch ohne Schwachköpfe wie dich. Mhm. Die suchten Bären. Rulana. Und da ist der Wirt Talion, den wir fragen sollten.
Zum Donner, was ist? Oh, Argo, okay. Ja, Amazonenkriegerin ist immer super beizuhaben. Ich kam nicht umhin, eure Unterhaltung mit dem Wirt mitzubekommen und wollte euch meine Hilfe anbieten. Hilfe? Ich? Eine Tochter Gorkums braucht niemals Hilfe. Merkt euch das. Wurm. Aber ich dachte, ihr bräuchtet Hilfe bei der Suche nach einem Bären. Pah! Ich langweile mich nur, weil es nicht weiter nach Ferdok geht. Als ich hörte, dass hier ein wilder Bär auf die Dörfler losgeht, dachte ich mir, das wäre eine schöne Herausforderung und ein netter Zeitvertreib. Wenn ihr euch derart langweiligt, ich habe vor, in den Dunkelwald zu ziehen. Ich bin sicher, dort wird es nicht an Herausforderungen mangeln. Bei Rondras Schwert. Wieso eigentlich nicht? Bevor ich diesen Jämmerling von einem Wirt noch weiter ertragen muss. Also gut, ich bin dabei. Dann ist es beschlossen. Lasst uns aufbrechen. Entschuldigt, wenn ich störe. Wo ihr schon nach Herausforderungen sucht, Jäger Kauzenstein im Dunkelwald hat sich schon seit einiger Zeit nicht mehr im Dorf blicken lassen. Könntet ihr nicht nach ihm sehen? Ja, das können wir machen. Und wir haben unsere erste Begleiterin. Können sogar mit ihr sprechen, aber ich glaube, wir gehen mal hier ins Inventory. So, lederne Armschiene. Die hat wesentlich mehr Lebenspunkte, das heißt, sie wird erstmal in den Nahkampf gehen. Die Pfeile stibitze ich mir, glaube ich. Schild für sie wäre nicht schlecht. Ein paar einfache Verbände. Das heißt, sie hat sie wahrscheinlich auch die Fähigkeit dazu. Wie sieht es denn hier aus mit Säbeln? Ja, 14 Attacke trifft also recht gut. Also das ist ja zur Erklärung, das erste ist Angriff und das hintere ist der Paradewert, der dann erwürfelt wird, ein Würfel 20. Ist also ziemlich gut beim Säbel, hat auch super Werte, Mut, Körperkraft und das andere ist ja wahrscheinlich Gewandtheit, vermute ich. Steht das eigentlich bei? Nö. Okay. Genau, was kannst du? Gesellschaftlich bist du auch nicht gut. Sinneschärfe reicht nicht aus. Da naturkundlich bin ich schon wichtiger. Deswegen wirst du vielleicht Heilkunde Wunden machen müssen. Klugheit, Charisma, Fingerkeit, Klugheit nicht so gut. Charisma nicht gut. Fingerfertigkeit nicht gut. Das ist schlecht. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Die werden wir vielleicht irgendwann austauschen. Ja, und die Falschen geben wir mal dir. 40 Pfeile, sehr gut. Jetzt hart auf hart kommt, haben wir dann ein paar. Quellwasser. Info. Aber für irgendwelche Tränke. Gurmantee zur Vergiftung. Heilkunde Gift 0, Heilkunde Wunden. Und du bist dann natürlich wesentlich besser drin. 12, 13 und 15. Das heißt, du musstest eigentlich die Teile nehmen. Gib mir die mal. Tauschen wir mal gegen den Sanftmut, den wir eigentlich gar nicht benutzen wollen. Obwohl das gar nicht so schlecht ist, wenn wir den Sanftmut, da können wir, wenn wir gegen mehrere Tiere kämpfen, eins dann mal gerade außer Gefecht setzen. Das ist wie Nuts dann sehr wahrscheinlich. Also ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Müssen wir mal schauen. Ja. Nichts falsch machen. Dahin. Würselkraut. Heilkunde Wunden plus 1. Okay, soweit so gut. Und Vergiftungen heilen konnten wir noch nicht, ne? Doch, Heilkunde Gift 0. Okay, dann bist du auch der Giftheiler erstmal. Sehr gut. Wir haben unsere erste Begleiterin. Lass uns trotzdem nochmal mit dem Wirt reden. Wir müssen ja was wissen wegen dem Dranor. Willkommen im Scharfen Schwert, dem besten Wirtshaus in Avestreu.
Tja, ist ja wahrscheinlich dem einzigen Wirtshaus im Arbestreu, ne? Ein gewisser Runkel Börsenhauer meinte, ihr könntet mir etwas über diese Räuberbande erzählen. Es wird gemunkelt, dass sie auch hinter dem Diebstahl von Salinas Diadem stecken. Könnt ihr mir vielleicht einen Hinweis geben, wo ich ihren Unterschlupf finden könnte? Na, wo diese Halunken sich versteckt halten, weiß ich natürlich auch nicht. Ansonsten hätte ich das unserem guten Feldwebel schon längst gesteckt. Aber wenn ich Räuberhauptmann wäre, würde ich mich im Dunkelwald ganz im Südwesten auf dem Kalkkopf verschanzen. Das ist ein hoher Felsenplateau, außerhalb der Reichweite von Feldwebel Erland und seinen Mannen im guten Überblick über die Gegend. Im Südwesten ist der Kalkkopf. Zeig mir mal dein Angebot. Ja, Sachen, die ich mir selber mache später. Allein schon hier die zig Dukaten, nicht mit uns. Hatte sie eigentlich einen besseren Bogen? Gute Frage. Ich mach das schon. Kurzbogen 1W plus 1, 25 Meter. Nö, das ist derselbe. Ah, jetzt habe ich sie einzeln, ne? Ich muss sie zusammen auswählen. Und sind im Laufmodus. Ja, bevor wir hier die restlichen Leute anquatschen und Avestreu noch ein bisschen weiter erforschen, machen wir mal wieder einen Break. Bis demnächst, euer Chojin.